So, ein wunderschönen guten Morgen. Ja, wir werden die Z52 vorstellen. Nein, die natürlich nicht. Die haben wir ja schon lange vorgestellt. Wir müssen kurz gucken, was wir im Geplänkel noch brauchen. Ob sich das überhaupt lohnt, die zu spielen. 1050, ja, können wir machen. Die Daring ist dran. Ja, die Daring. Die Daring ist ein sehr cooles Schiff. Muss man mögen, aber sie hat Vorteile wie Nachteile, wie jedes Schiff. Gehen wir jetzt mal in die Ausrüstung. Wir haben eine hydroakustische Suche dabei, wir haben 7 Kurznebel dabei. Ja, das heißt, ihr könnt mit dem Ding euch ein bisschen weiter bewegen und er ist schnell wieder ready. Sehr von Vorteil. Wir haben eine Heilung dabei. Wir haben allerdings ein paar Nachteile dabei. Wir haben zum Beispiel keinen Speed Boost. Wir fahren maximal 36,8 Knoten. Die Flugabwehr ist mit 53 schon mit die schlechteste. Torpedos haben wir den größten Vorteil, den wir bei Engländern immer haben. Wir können die sogar einzeln abwerfen. Vorteil, wir können sie eben halt wirklich dann direkt ins Ziel steuern. Nachteil ist, wird immer nur der volle Torpedowerfer nachgeladen. Solltet ihr also nur 2 Torps rausgeschossen haben, dauert es so lange, bis ihr wirklich alle entleert habt. Nächster Vorteil, das Geschütz hinten kann ziemlich weit drehen. Ihr könnt also wenig schräg fahren, ich sag mal so, und könnt das Schiff dann behakeln. Ihr müsst nicht komplett Breitseite zeigen. Wir haben 113 mm, das ist ziemlich wenig, aber wir ballern auch alle 2,8 Sekunden raus und das auf 14,8 Kilometer, also kein schlechter Wert. Wasserbomben sind hier ziemlich gut. Ja, und das ist alles, was man zu diesem Schiff eigentlich wissen muss. Ausgerüstet habe ich sie wie so oft, wie fast alles. Hier habe ich nochmal die Schussgenauigkeit erhöht, die Feuerreichweite habe ich hier erhöht. Kann man drüber streiten, hier würde World of Warships was anderes empfehlen, nämlich die Hauptbatterie-Modifikation. Sie drehen relativ schnell, könnte man sogar machen. Ja, könnte man, muss man aber nicht. Ne? Wie gesagt, und hier streiten sich ja die Geister. Ich bin nie für Steuergetriebe oder auch, war das hier mit Motor? Nee, das gibt es gar nicht mehr. Ne? Doch hier könnte man auch Steuergetriebe zum Beispiel machen. Das sind alles so Dinge. Schwere Torpedoköpfe ist vielleicht noch was ganz anderes. Ne? Das wäre definitiv noch mal was. Ne? Geht noch mal die Erkennungsreichweite, geht auch noch mal runter. Der Torpschaden geht hoch. Die Ladezeit geht massiv runter. Das ist definitiv. Wäre das eine Überlegung, die man machen könnte, aber man verliert dann eben. Ja gut, wir haben so haben wir 10% Unsichtbarkeit und so haben wir nur noch 5%. Wir sind aber auch so nur auf 6 Kilometer, das heißt, wir sind etwas schlechter dran. Kann man wirklich ernsthaft drüber nachdenken? Also kann ich jedem empfehlen, mal kurz drüber nachzudenken. Hier können wir gleich schon mal einen Kapitänsgut noch wieder dazu holen, wo wir gerade dabei sind. Hier sollte man sich jetzt überlegen, wirklich die Torpedoreihe zu skillen. Ne? Wassereinbruch. Geschwindigkeit und natürlich auch die Nachladezeit der Torpedowerfer. Hier kann man auch nochmal theoretisch die Ladezeit der Hauptbatterie skillen. Die im Endeffekt spielt man die Daring definitiv mehr auf Artillerie als auf Torpedos und dementsprechend einfach mal drüber nachdenken. Kann jeder aber so machen, wie er das für richtig hält, immer bedenken. Das ist keine Vorgabe und das ist auch nicht das Nonplusultra immer, was ich veröffentliche, sondern das ist das, wie es für mich am besten ist. Das ist der Punkt. Ich mache mal Strom für mein Handy. Zum Glück haben wir hier genug Monitore und was weiß ich nicht alles, die in der Lage sind, auch Handys zu laden. Das ist sehr angenehm. Ja, mein Frauchen. Schläft noch, allerdings bei sich. Wir haben gestern einen schönen Abend verlebt. Sie ist allerdings nachts nach Hause gefahren, weil sie heute noch was vorhat. Was weiß ich nicht. Action Stations. Ich hoffe mal, irgendwas ne, an Geschenken. Nein. Nur für jeden, der sich wundert, einen Tag vor Weihnachten ist das Video aufgenommen, dementsprechend. Nicht wundern.
So, wir sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schiffchen. Das ist nicht sonderlich viel. Ich habe nur einen im Schlepptau hinten im Heck. Das ist auch nicht sonderlich viel. Torpedonachladezeit kann man auch nochmal sagen. Ist auch nicht gerade das, wofür dieses Schiff berühmt ist. Ne? Kann man auch nicht behaupten. Enemy force sighted on the horizon. Ich hoffe, es ist jetzt auch so geskillt wie hier, dass auf der Seite, wo drei Zerstörer sind, dass mir das hier ungefähr genauso geht. Das werden wir aber erleben. Die Türpitz fährt hierher, das ist schön. Die Wu-Jung oder wie sie heißt, kommt mir hinterher. Einen Zerstörer haben wir bisher aufgedeckt, ne? Ja, mal gucken unten auf die, also die sieht man jetzt nicht mehr. Habe ich das abgeschaltet? Oh, kurz. Wir können ja mal gucken. Das machen wir mal so. Ich kann die Überraschung erleben. Genau das wollten wir mal vermeiden. Problem solved, Sir. Main turret critically damaged. Machen wir mal. Jetzt seht ihr, ne, so kann man Torps eben halt einzeln steuern. Jo. Smoke generator activated. Also Radarreichweite dürfte ich gleich raus sein. Smoke screen set. Das war sie leider noch nicht. So. Torpedoes to starboard. Ja. Torpedoes to starboard. Oh, die sind schon fast tot. Teil. Also sie ist schon tot, oder? Ja, ist auch tot. Okay. Mal aufpassen. Secondary von der Turbine ist nicht schön. Ja, natürlich. Critical engine damage. Einer trifft dich dann immer so, ne? Problem solved, Sir. Ich glaube, der weiß jetzt aber auch, dass ich jetzt eine gewisse Vorliebe für ihn haben werde. Also, sie haben drei Zerstörer von vier schon verloren. Zeug ich jetzt nicht von wirklichen Können. Ja, ich habe ein halbes Schiff verloren, aber mit einem halben Schiff kann ich definitiv umgehen. Er fährt auch noch weiter da zurück. Das heißt, ich muss definitiv dichter ran an ihn. Wir schneiden ihn mal vorne den Weg ab. Weit genug von ihm weg. Die Monty von ihnen verliert auch gerade ganz massiv. Und dann ist hier Flugzeugträger. Ihr Sicherheitsflugzeug ist kilometerweit weg.
Wir haben zwei Caps, wir können uns, glaube ich, nicht wirklich beklagen. Problem könnte jetzt nur werden, dass er halt auch hydroakustische Suche hat und die Torps gehen halt relativ früh auf. Wie gesagt, das ist eben halt auch immer so ein Problem bei diesem Schiff. Ja, und sie fährt halt weg. Ja, das ist. Und Reisende sollte man nie aufhalten. Das ist auch nur was ganz Wichtiges. Es passiert ganz oft in Spielen, dass die Leute versuchen, den Schiffen hinterher zu fahren. Das bringt nichts, ne? So, und die da hinten macht. Ah ne, die parkt ja nur einfach. Na, jetzt fährt er halt bis zum Rand weg. Wo jetzt die Frage natürlich entsteht, was bringt ihm das, ne? Also mit seinem Team hilft er damit nicht, ne? Sich selbst hilft er damit nicht. Ne? Aber das Problem ist eben halt, wenn ich jetzt Torps auf ihn losjage, die bleiben alle da hinten, okay. Das bringt halt nichts. Ich kann jetzt auch nichts machen, weil er fährt jetzt bis an Kartenrand. Der wäre mir auch nicht am allerwichtigsten. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht in seine Flugzeuge reinfahren. So, mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir haben aber auch schon ein Schlachtschiff verloren. Smoke generator activated. Smoke screen set. Schießen ist ja auch eine sehr, sehr gewagte Sache. Ich sehe, dass wir hier zu einer Zerstörung gejagt werden, ne? Dass ich überhaupt keine Sorgen um euch mache. Noch vorhalten. Verdammte Axt.
viele rote Hände. Immer gut. Ohne nach. Wenn wir da was weg. Verdammte Axt! Ah, das war das Blut, das ich jetzt noch mal oder was? Ja, jetzt kommt der Flugzeugträger zu mir. Ich hab das Bild mal, wenn du wieder bremst oder verwirrst. Fire! Das ist halt der große Nachteil da dran. Problem solved, Sir. Das ist halt der große Nachteil daran. Wie viele Flugzeuge kann er denn jetzt noch setzen? Na? Ja, hätte man jetzt auch noch, man hätte jetzt ein bisschen vorsichtiger sein können. Jetzt kommt er natürlich mit den nächsten. Problem solved, Sir. Na, der hat nicht so viel Glück mit gehabt. Victory is in sight. Oh. Das ist kein anderes Ziel mehr, oder was? Flugzeugträger. We destroyed an enemy battleship. Ja, Flugzeugträger. Wir ahnen, wo du bist. Smoke generator activated. Oh, smoke screen set. Ich will halt noch ein paar Flugzeuge haben, ne? Ja, guck mal, wer da hinten ist. Ja, immer so mit den Leichen, ne? Die keine Ahnung haben, aber davon sehr viel, die müssen dann natürlich immer, ne, so Pat, wo bist du? Kriegst gleich mal eine entsprechende Antwort. Und?
mag sowas nicht. Das ist einfach immer diese ich weiß alles und vor allen Dingen besser Leute gehen mir so dermaßen auf die Nüsse. Ich habe ein Schiff vernichtet. Na, also, wir halten es nochmal kurz fest. Ich habe ein Schiff vernichtet. Ich habe überlebt im Gegensatz zu ihm. Ja, klar, er ist als Schiemann natürlich auch der deutlich unbeliebtere. So, ich stehe 2 Stufen unter ihm und ich stehe an 4. Stelle von 7. So, und solche Leute auch mal gleich auf Ignore setzen, das ist auch mal ganz wichtig. Diskutieren mit solchen Leuten nicht. Wir haben gewonnen, es gibt überhaupt keinen Grund hier irgendwie, ne? Ich bin im oberen Drittel, also es gibt hier überhaupt nichts. Selbst der Schlechteste bei uns, der Kurfürst, hat 1000 Punkte gemacht. Es gibt hier also überhaupt keinen Grund, irgendwie zu meckern, ne? Ich stehe über dem besten Schiff der Gegner. Also auch da gibt es überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was er labert. Ne, er hat auch nur einen Kill und jetzt, was will er? Er hat noch gekappt wahrscheinlich nebenbei. So what? Ne? Okay, das zum Thema Daring. Und Entschuldigung, dass ihr es jetzt auch wieder mitkriegen müsst. Ja, natürlich habe ich mich da lange dran aufgehalten und natürlich habe ich mir, wie ihr auch mitgekriegt habt, auch überlegt, ob ich dem jetzt hinterher fahre. Und ich habe gesagt, macht man normalerweise nicht. Ja, ich hätte auch irgendwo mitten reinfahren können und dann noch häufiger vom Flugzeugträger angegriffen werden. Oder eben halt ein Schiff, was von hinten dauernd schießt, rausnehmen und einen Flugzeugträger aufmachen. Das war meine Idee. Grundlegend, wenn ich jetzt vorher zum Beispiel auch nicht auf die Bismarck geschossen oder auf die Tirpitz war es, geschossen hätte, hätte ich vielleicht sogar auch den Flugzeugträger mit einer Ladung rausnehmen können. Egal. Daring habt ihr gesehen, tolles Schiff, ihr könnt eine Menge damit erreichen. Wir haben, was haben wir jetzt gesagt? Wie viel haben wir von der Turbots weggemacht? Halt da. Wir haben 68.000, wir haben ja fast nur auf die plus den Zerstörer. Ne? Den dürfen wir halt auch nicht vergessen. Ne? Den haben wir auch noch zur Hälfte weggemacht. Also wie gesagt, geht super. Ne? Und wenn wir uns mal eben einmal gucken dran, was haben wir gesagt, knapp über 60.000. Was hat die Tirpitz? Die dürfte ja ungefähr das gleiche haben wie die Bismarck, ne? Oder? Da dürfte nicht so viel Unterschied sein. Wo ist sie? Bismarck. Ja, fast komplett alleine rausgenommen. Also ich bitte euch. Ne? Wie gesagt, ich will über sowas auch nicht diskutieren und jeder spielt anders und jeder denkt anders. Und wenn ich nicht in einer League spiele, in einer Division, dann spreche ich mich auch nicht vorher ab, sondern ich spiele das, was ich kann. Und bitte bedenken, wie gesagt, bei 36,8 Knoten bin ich ja auch Ewigkeiten von allem anderen weg. Muss jeder mit sich selbst ausmachen und wenn ich eine Shima bin, die eben also so nur auf Torf spielt, dann ist es auch wieder was anderes. Aber das, wie gesagt, mir wollen ja auch Leute erzählen, dass sie anders dingsen wollen würden. Das ist auch jedermanns Sache. Leute, das ist ein Spiel. Und wenn man gewinnt, sollte man aufhören, sich über irgendwas zu beklagen. Tja, in diesem Sinne, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, was auch immer. Bis dann, ciao, ciao.